Ja, wunderbar. Herzlich willkommen zu dieser späten Stunde. Mr. M und Mr. J. In meinem leicht jugendlichen Leichtsinn, genau, habe ich mich gemeldet bei dem Call for Papers für das Thema Versionskontrolle mit Git. Ich bin selber Softwareentwickler und arbeite halt jetzt seit einiger Zeit mit Git und bin halt voll der Git-Fan geworden und finde das eigentlich so ein cooles Tool, dass ich das gerne auch ein bisschen rausbringen will aus dieser Softwareentwickler-Ecke. Dafür fehlt mir aber, glaube ich, jetzt aktuell ein bisschen die Zeit, die Muße. Ich konnte mich nicht komplett so vorbereiten, wie ich gerne wollte. Die letzte Nacht war kurz und naja, ihr kennt das. Okay, alles klar. Also, Versionskontrolle mit Git. Ultraschall wird als Open-Source-Projekt auf GitHub entwickelt und das wollte ich halt gerne als Beispiel nehmen. Wir gucken einfach mal, wie wir so durchkommen. Also, ich wollte ein paar Sachen kurz vorher einfach mal zeigen, erklären. Versionskontrolle, also was ist denn der Sinn von dem ganzen Zeug überhaupt? Ja, ist einfach ein Software-System, um einen Überblick zu behalten über Änderungen, die an Dateien stattfinden. Und insofern ist das halt eben nicht nur für Softwareentwicklung interessant, sondern für jegliche Art von Änderungen an Dateien. Ja, also auch wenn Word oder was weiß ich, PowerPoint vernünftige Dateiformate bieten würde, dann wäre das halt auch eine sinnvolle Sache, die damit zu versionieren. Aber das ist nochmal ein bisschen anderer Punkt. Also was bietet halt so eine, oder was ist der Sinn oder der Nutzen von so einem, dem Einsatz so einer Software? Man kriegt halt eine Übersicht über die Geschichte von einzelnen Änderungen. Also man hat wirklich einen Überblick, was hat sich über die ganze Zeit getan, hat sich entwickelt. Man kann beliebig auf den Stand zurückrollen. Man ist einfach sicher. Man spannt sich so ein Sicherheitsnetz und das ist total entspannt. Also sozusagen, das lernt man richtig zu schätzen und zu lieben, wenn man halt wirklich mit dem Arsch auf Grundeis einmal gelaufen ist und dann weiß, okay, A stimmt, ich habe das ja alles gesichert in meinem Versionskontrollsystem und da ist alles da und ich bin sicher. Also man hat wirklich eine Kontrolle. Man kann zu einem beliebigen Stand zurückrollen. Man hat eine Übersicht, wann hat wer was wie wann gemacht. Am besten auch noch warum, wenn halt so ein Eintrag in den Versionskontrollsystem halt mit einer vernünftigen Nachricht, mit so einer sogenannten Commit-Message versehen ist, dann weiß man halt auch, warum ist halt diese Änderung überhaupt passiert. Und ich habe das mal Time Machine, Apple-technisch genannt. Also das gibt es ja irgendwie fürs Betriebssystem und hauptsächlich Time Machine für Textdateien. So würde ich das mal für den unbedarften Einsteiger sozusagen formulieren wollen. Also das war jetzt generell erstmal über ein Versionskontrollsystem und jetzt geht meiner Meinung nach das führende Versionskontrollsystem, wenn es um verteilte Systeme geht. Also was ist da das Besondere? Also verteilt, dass jeder, der zusammenarbeitet, an so einem Softwarestand sich quasi lokal eine Kopie zieht. Und in dem Sinne ist es dann verteilt, dass jeder sozusagen irgendwie seine eigene Wahrheit hat. Und erst beim Zusammenführen wird geguckt, okay, welche Wahrheit ist denn jetzt besser oder wie auch immer. Total vorteilhaft ist das halt, weil wenn man sich so eine Kopie gezogen hat und die lokal hat, dann kann man damit offline arbeiten und sich erst wieder abstimmen mit den anderen, wenn man wieder online ist. Also ist ein ganz hübsches System. Und wann ist halt Git sinnvoll, wenn man wirklich mit mehreren irgendwie an einem Projekt arbeitet? Und wenn ich jetzt selber nur für mich irgendwie was versionieren will, dann also kann man das auch gerne mit Git machen, aber das ist vielleicht oversized, weiß ich nicht. Also
Vor allen Dingen dann, wenn es Richtung Open Source, wenn es so eine öffentliche Entwicklung ist, dann bietet sich Git halt an. Und gerade wenn man mit mehreren Leuten arbeitet, gibt es verschiedene Plattformen. Klar, GitHub ist die bekannteste, aber durch den Aufkauf von Microsoft von GitHub ist GitLab natürlich nochmal gepusht und Bitbucket nutzen wir zum Beispiel bei uns in der Firma und finde ich jetzt auch eigentlich ganz so. Woher kommt das Zeug? Also Linus Torvalds hat eigentlich den Linux-Kernel mit BitKeeper, das war halt auch so ein verteiltes System zur Versionskontrolle, eingesetzt und die haben dann irgendwann mal die Lizenzbedingungen geändert und dann hat er gesagt, nee, hier, ihr könnt mich mal, will ich nicht mehr nutzen. Und dann, genau, selbst ist der Mann oder die Frau, bei Linus Torvalds würde ich von einem Mann ausgehen, der hat sich dann rangesetzt und hat das Ding dann oder das, was er sich unter seinem System vorstellt, halt selber runterprogrammiert. Und das ist 2005 gestartet und seitdem in der Entwicklung und hat sich eine schöne Community drum gebildet und ist halt nett. Also es ist halt ständig in der Entwicklung und ja, gibt es immer sinnvolle Features, Erweiterungen. So. Was sind halt die Stärken oder die Vorteile? Wo lässt sich halt Git relativ problemlos einsetzen? Eben, wenn das einfache Dateiformate sind, also reiner Text zum Beispiel, TXT-Dateien, also Text, ganz einfacher Text im Gegensatz zu Nicht-Text. Entschuldigung, ich joke hier gerade mit dem Publikum. Und dann, also wenn das halt ein geeignetes Dateiformat ist, dann habe ich halt die Möglichkeit, wirklich ganz detailliert zu gucken, okay, was hat sich geändert, eben warum, wie ist das gelaufen. Wo Git halt noch nicht so gut funktioniert, ist halt, naja, in dem Sinne ungeeignete Dateiformate, also wo halt dieser so ein Versionskontrollsystem funktioniert halt dann nur gut, wenn man halt Dateien miteinander vergleichen kann. Also man kann halt in so einen Software-Algorithmus halt für einen Dateivergleich gut schreiben für einfache Dateien, also Textdateien. Wenn das binäre Dinger sind oder so ein proprietäres Format wie Microsoft Word oder was weiß ich, dann weiß man halt gar nicht, wenn sich irgendwas ändert, hat sich denn jetzt wirklich was geändert oder hat sich nur ein Bit irgendwo, hat das einen Schnupfen bekommen und ist das jetzt eine gewollte Änderung? Große Dateien, das ist auch, also kann man gut eigentlich schon mitarbeiten, aber gerade in diesem Zusammenspiel, wenn es binär ist und also oder Videodateien, riesen Audio-Files, da würde ich sagen, ist es noch nicht so, wie es sein könnte. Aber das ist halt in Entwicklung und ich denke, da ist halt einiges auch noch zu erwarten. Ich habe in den letzten Wochen so ein paar Git-Podcasts gehört, so aus USA. Also das ist halt ganz interessant, da sozusagen von irgendwelchen Konferenzen mal Git Merge, glaube ich, war das zu hören, was sozusagen noch auf der Roadmap ist und in der Pipeline und so, was die da noch vorhaben. Also ist eine coole Sache. So, jetzt, das ist, ich habe schon viel geredet, weiß nicht, alle sind eingeschlafen. Gibt es bis hierhin sozusagen erstmal irgendwie Zwischenfragen? Ich weiß jetzt auch gar nicht, Vorkenntnisse habe ich vorher gar nicht abgefragt. Also keine Vorkenntnisse oder wenig, okay. Und das, was ich jetzt gesagt habe, war das bekannt alles, ja, ne? So wie es in Wikipedia steht. Okay, da habe ich gar nicht nachgelesen. Das ist eine gute Idee. Klar, ich hätte das mal machen können, okay. Ja. Okay, der Begriff Branches, auch vertraut, das ist sozusagen das Hilfsmittel in diesem verteilten Versionskontrollsystem, um einzelne Entwicklungsstände voneinander zu trennen. Und da kann man halt dann
gleichzeitig in verschiedenen thematischen Bereichen Änderungen vornehmen, auch an denselben Dateien. Die sind aber dann völlig erstmal voneinander separiert. Und dann nimmt man sich einen Branch für, was weiß ich, Ultraschall jetzt neue Studio-Link-Version reinbringen. Das ist ein Zweig. Und dann gibt es aber einen, ich spreche jetzt mal so hypothetisch, einen Bug in der GUI, weil wenn man da auf den Button drückt, dann poppt nicht das Fenster auf, sondern dann wird die Schrift nur groß. Keine Ahnung, habe ich mir jetzt ausgedacht. Also zwei thematisch voneinander getrennte Dinge, die man halt aber gleichzeitig bearbeiten oder beheben möchte, verbessern möchte. Und dann würde man halt für diese thematischen abgetrennten Bereiche einen Branch erzeugen und wäre da sozusagen in so einer separaten Umgebung. Dann ist das Nette, dass halt Git da viele Hilfsmittel an die Hand bringt, an die Hand gibt. Dann, wenn man erstmal das separiert hat, in dem einen will ich das machen, in dem anderen das, dann trotzdem nachher zu gucken, okay, wie führe ich das denn jetzt wieder zusammen? Ne? Also man kann dann kontrolliert das zusammenbringen, mischen, nur diese eine Änderung, die ich da habe, von da nach da transferieren und so. Und da kann man ganz fein granular ja, eine Übersicht behalten, wie ich die Dinge denn dann nachher zusammenbaue. Also ist ja, eine ganz coole Sache, die, also wenn man das im Einsatz hat, dann lernt man das sozusagen zu schätzen, dass diese Möglichkeiten da existieren, also diese feingranularen Möglichkeiten. Ne? Also man kann halt auch sagen, okay, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, dann übernehme ich komplett alle Änderungen, wenn ich genau gucken will, ah, hier, das könnte sich vielleicht doch ein bisschen in die Quere kommen, dann gucke ich mir den Teil genauer an. Ne? Also man hat da eigentlich alles von, okay, ich gucke mir jeden Scheiß an, bis ja, passt schon, mach mal, versuch mal das selber zu machen und melde dich nur, wenn es da irgendwie ein Problem gibt. Generell ist ein Vorgehen, also ich hatte jetzt, ich gehe nochmal einmal kurz zurück, ich hatte hier unten jetzt den Begriff Merge, also das wäre quasi so ein Mischen, zwei Entwicklungszweige, so ein Branch zusammenführen. Das bezeichnet man als Merge. Und das sollte man generell halt oft machen und auch möglichst früh, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich so einen Zwischenstand erreicht, der ist jetzt sozusagen noch nicht super perfekt, aber der ist schon ganz okay, dann nicht zu Ende machen, bis das alles 120% okay, jetzt kann ich das auch meiner Mutter zeigen. Erst dann loslegen, sondern ruhig oft das machen, oft die Dinge wieder zusammenführen, um einen gemeinsamen Stand dann wieder zu haben. Dann gibt es ganz coole Sachen, also natürlich die offizielle Webseite von der Git-Software. Dann fand ich besonders cool hier diese Git Ready. Ah, das kann man ja ziemlich gut sehen so. Ne? Oder? Lässt sich gut lesen, wenn ich das hervorhebe, oder? Also eigentlich irgendwie so null. Okay, dann lasse ich das mal mit dem hervorheben. Eine Git Ready ist in verschiedenen Sprachen und dann nach verschiedenen Levels, Einsteiger, fortgeschrittene Experte, verschiedene Tipps da zusammengetragen. Auch cool. Und auch auf der offiziellen Webseite verlinkt ein offiziell verfügbares Buch, was da halt auch öffentlich einsehbar ist. Aber man natürlich auch kaufen darf. So, hatte ich hier sonst noch was? Genau, stimmt. Es gibt auch was anderes. Es gibt halt neben Git auch andere Versionskontrollsysteme, die ähnliche Funktionalität haben. Aber ich würde sagen, in dem Bereich ist Git quasi der Marktführer, hat die anderen mehr oder weniger verdrängt. Bazaar ist eine eigene Entwicklung von den Ubuntu-Machern. Mercurial ist auch Open Source. Denke ich, ist aber mittlerweile ein bisschen ins Hintertreffen geraten, im Gegensatz zu Git. Also da wäre schon meine Empfehlung, wenn man sich an dieses Thema herantrauen will, dann gerne auf Git stürzen.
Okay, jetzt würde ich am Beispiel vom Repository Ultraschall noch so ein paar Sachen zeigen, einfach so ein Branch, wie das aussieht. Ja. Okay, also erstmal irgendwie noch Fragen, Kommentare, Zwischenmeldungen, Buhrufe, faule Eier. Ja. Ah, no. Das sollte ein Witz sein. Okay. Also gut, ich sehe das so. Keine weiteren Fragen. Fordert erst. Genau. Oh, wo habe ich hier drauf geklickt? Ich hatte jetzt gerade ein paar Probleme mit meinem. Oh, hier, das muss ich mal eben kurz dazu machen. Ne? Mit meinem eigentlich mit meinem zurzeit Lieblingseditor, und zwar so Visual Studio Code. Ja. Der hat sich aber irgendwie ein bisschen aufgehangen. Der hat sich selber irgendwie verschluckt, ist eine neue Version online und deswegen kann ich, genau, der lädt hier irgendwie ständig und so. Also damit funktioniert das gerade leider nicht. Deswegen zeige ich das jetzt mal so ein bisschen provisorisch auf der GitHub-Seite. Also hier ganz easy peasy ein Vergleich zwischen zwei Ständen. Ne? Wir sind jetzt hier in so einem Branch. Wir sind nämlich, ja, okay, wir vergleichen jetzt zwei Branches. Das sieht man hier oben. Genau, sieht man das? Hier steht Master. Irgendjemand hat mir eben gesagt, dass man das nicht so gut erkennen könne. Ist das so? Also, das besser? Danke. Der Branch Master wird verglichen mit diesem Branch. Der hat hier den Namen irgendwie Nummer 26, bla bla bla. Und diese Sachen, die hier gemacht wurden, die sollen halt hier rein. Und da sieht man dann, was. Ups, oder? Wie geht der jetzt hier? So, geht der gar nicht? Ah, jetzt. Genau, hier sind drei Anzahl von Änderungen gemacht worden. Drei Dateien wurden geändert. Und zwar durch, keine Ahnung, noch nie gesehen. Hier sieht man das auch sehr schön. Genau. So ein Vergleich von Dateien auf binäre Dateien ist halt nicht so easy. Und in dieser GitHub-Ansicht sagte das einfach auch, okay, kann ich nicht oder so. Ne? Dies ist eine einfache Textdatei und hier wird quasi nicht richtig was gemacht. Ne? Also hier sieht man halt einfach, genau, hier ist irgendwie eine Windows-DLL irgendwie aktualisiert worden und hier eine macOS-Library. Ne? Okay. Ich springe hier nochmal woanders rein. Able to merge. Genau. Dies hier ist ein offener Pull-Request. Warte mal, ich gehe mal hier wieder zurück. Genau. Hier sieht man auch wieder in dieser Ansicht, welche Änderung hier vorgenommen wurde. Ah, cool. Sortiere das Sortierskript. Sortiere diese Datei, also der Messroutine hat diese Meldung hier reingeschrieben. Und ich klicke drauf. Und dann sehe ich hier wieder die Änderungen. Okay, was hier passiert? Die roten Dateien, die sind rausgeflogen. Roten Dateien, die roten Zeilen. Also hier steht Minus, ist rausgeflogen. Das Grüne ist hinzugekommen. Und die Nachricht heißt ja auch sortiere KB-Ini sollte immer sortiert mit einem Sortierskript irgendwas. Also da wird irgendwie was gemacht. Und in der Tat scheint das wirklich so zu sein, dass hier alphabetisch irgendwas gemacht wird. Ne? F, A, F, F, G, I, J, K, L, M, N und so weiter. Ne? Also sieht in der Tat danach aus, dass sozusagen die Nachricht
die an diese Änderung geschrieben wurde, anscheinend gar nicht so verkehrt ist. Also, da ist irgendwas sortiert worden. Also der große Vorteil bei solchen Übersichten ist natürlich gerade in der Softwareentwicklung. Ich kann wirklich genau gucken, wer hat wann wie was gemacht. Und das wird halt dann interessant, wenn ich wirklich mit einem Kollegen zusammenarbeite und der, keine Ahnung, entweder von zu Hause aus arbeitet oder 2 Wochen im Urlaub ist und ich einen Tag krank war. So, also dass ich ad hoc seinen Ball aufnehmen kann, indem ich einfach, okay, was hat er die letzten 2 Tage gemacht? Guck mir hier solche Dateivergleiche an oder halt auch solche Nachrichten. Und dann bin ich allein durch diese ganze, in Anführungsstrichen, automatisierte Dokumentation auf einem aktuellen Stand und kann da dran weiterarbeiten. Und dafür ist halt diese Tool-Unterstützung, dieses Versionskontrollsystem, und wo ich eben sagen würde, da geht halt der Platzhirsch, so das State of the Art, State of the Unicorn. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr so erzählen, aber ja, weiß ich nicht. Also ich will auch nicht so viel erzählen ohne Interesse. Ich bin so ein bisschen erstaunt, dass hier immer noch Leute sind. Alles klar. So, gibt es Fragen? So, ja. Ach so, genau. Willst du reinsprechen oder damit? Ja. Oh, da drauf, ne? Ja. Das ist Test. Das Grüne. Ich wollte wissen, wie du Git zur Podcast-Produktion generell benutzt. Oder, also Git ist mir generell ein Begriff als Softwareentwickler, aber ob und wie man Git als Versionskontrollenprogramm für Podcast-Produktionen benutzen kann. Ja, inwiefern, also ich selber bin halt sozusagen in der Podcast-Produktion noch nicht so weit, ne? Also habe ich auch gedacht, okay, muss ich auch machen und so, will ich auch machen, aber bis auf Experimentieren und so habe ich da noch nichts gemacht und nutze ich aktuell auch nicht in dem Zusammenspiel, ne? Also würdest du sagen, ich will halt sozusagen Audiodateien vergleichen können? Also ich habe irgendwo, was weiß ich, ein Ä weggeschnitten und dann will ich das nachher wissen, wo das Ä weggeschnitten ist oder sowas? Oder? Also ich produziere selber auch noch keine Podcasts, aber ich wollte generell wissen, wir sind auf dem Podstock, warum Git? Ist ja nicht nur Softwareentwickler hier. Ja, das ist richtig, aber also ich wollte es halt an dem Beispiel Ultraschall zeigen. Und mein Beweggrund ist eigentlich, dass sozusagen so eine Versionskontrolle halt total sinnvoll ist für jegliche Arten. Was weiß ich, wenn man irgendwie eine To-Do-Liste-App schreibt oder wenn man eine Hausarbeit schreibt und die, was weiß ich, als RTF abspeichert, also mit irgendeinem Dateiformat, was sozusagen mit Git oder Open Document Text oder so, also was irgendwie ein bisschen zugänglicher ist als irgendwie so ein starres, binäres Format, dann ist das einfach eine coole Sache. Als richtige Sicherheitskopie ist es nicht, aber also du brauchst natürlich irgendwie dann noch ein Backup, aber du könntest, keine Ahnung, du schreibst eine Hausarbeit und dann denkst du, ach scheiße, war mal eigentlich das von gestern, das war eigentlich doch irgendwie cooler und die Idee würde ich nochmal gerne weiterverfolgen. Und dann, wenn du das ohne machst, dann denkst du, warte mal, was habe ich denn seit gestern nochmal geändert? Das war dann irgendwie auf Seite 3, der erste Absatz. Und war das denn jetzt eine ganze Änderung? Kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Wenn du diese Tool-Unterstützung nutzt, dann hast du sozusagen dann solche kleinen Abschnitte, Änderungsabschnitte. Dann muss man halt auch selber für sorgen, dass man sozusagen die Häppchen klein genug macht, damit man das nachverfolgen kann. Und dann sagt, ach stimmt, dann habe ich ja das und das und das gemacht, da springe ich jetzt einfach mal auf gestern 12 Uhr zurück. Ja, also das ist eher so eine Art Denkweise. Klar, das hat in den Ursprung in der Softwareentwicklung und so, aber ich finde es halt so cool, also ich nutze das halt klar als Softwareentwickler, aber ich finde es halt so cool, dass ich eigentlich das Ding, das muss jeder nutzen. So, also ich habe da so eher so einen missionarischen Touch.
geht das so ein bisschen in die Richtung. Und jetzt zur Podcast-Produktion, da würde ich eher sowas wie Konfigurationsdateien, das lässt sich natürlich alles gut, was weiß ich, wenn du irgendwie eine Art Automatisierung Richtung Auphonic hast oder bei Podigy oder WordPress, Themes, was weiß ich, du hast irgendwelche, ne, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber irgendwelche Arten von Dateien, die sich halt mit dieser Software gut vergleichen lassen. Das ist halt immer dieser Knackpunkt. Und Dateivergleich für binäre Dateien ist halt nicht so trivial. Ist halt ein schwieriges Problem. Ja, also weiß nicht, ist das so, geht das so ein bisschen in die Richtung oder gar nicht? Ja, war schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Okay. Alles klar, ja, das hat die Frage komplett beantwortet. Ja, ich bin da in der Tat so ein bisschen angefixt und ein bisschen missionarisch unterwegs und deswegen würde ich das halt auch gerne so machen. Leider haben jetzt noch ein paar Sachen nicht funktioniert, die ich mir gedacht habe zu zeigen, wo ich aber ein bisschen im Vorfeld die Zeit so mir weggelaufen ist. Aber man kann mich halt auch erreichen. Ne? Also auf Twitter bin ich Liebeskönig. Im Sendegate bin ich Ludger. Ja, so das wären die gängigen Kontaktmöglichkeiten. Und auch gerne so Einstiegsfragen, was weiß ich, also so Einstiegshürden. Also weil ich glaube, das ist halt vielleicht auch so ein Punkt. Der Einstieg ist ein bisschen ja holprig oder so, weil sozusagen ein bisschen die Denkweise muss man so ein bisschen anpassen. Aber wenn man diesen Schritt einmal übersprungen hat, ich glaube, dann ist es irgendwie cool. Dann ist es irgendwie sexy. Also ich finde es ein bisschen sexy, wirklich. Doch. Bin ich schräg, weil ich Software sexy finde? Okay. Okay. Genau, alles kann, nichts muss. Ja. Ja, genau. Es gibt nichts Besseres als gute Software und das Ding, das ist gute Software. Das ist der Punkt. Ja. Ja, okay. Gut. Eine Sache, die ich noch nicht verstanden hatte, ja. Was sind jetzt genau Forks und was sind cool. Branches? Also ja, was ist genau, der Unterschied? Genau, das habe ich in der Tat nicht, also gar nicht so richtig erklärt, da hast du recht, weil ich habe jetzt, also dieses Fork-Ding, das ist halt auch eher so ein GitHub oder so ein Plattform. Also gerade bei GitHub ist das so ein Ding. Du hast halt diese ganzen Änderungen und Vergleichsdateien, die legt man in einem sogenannten Repository ab. Steht es hier irgendwo? Also diese ist sozusagen dein Login, dein Account, sag ich mal, Ultraschall. Und in Ultraschall gibt es halt mehrere Unterprojekte, sag ich mal. Also die heißen einfach Repositories. Ich glaube, Repository ist der englische Name für Sammlung, wo man irgendwie inhaltlich zusammengehörige Dinge einfach zusammenpacken kann. Und du kannst halt für solche Sachen einfach sogenannte diese Repositories anlegen und dann werden diese ganzen Metadaten, wer hat wann was wie geändert und wann ist wo was mit wem verglichen, wird dann innerhalb dieses Repositories gespeichert. Und in einem Repository kann man halt dann diese getrennten Zweige, diese Branches machen. Da sind dann diese, was weiß ich, was ich eben hatte, einmal der Button macht das falsch und ich will eine neue Studio-Link-Version machen. Also zwei getrennte Entwicklungen. Und dafür kann ich dann Branch anlegen, ein Zweig. So, warte mal, habe ich hier noch das Ding offen? Git G, genau. Genau, so sieht es aus. Also hier, genau, bin ich auch in diesem Repository, Ultraschall Portable, bin ich da, ja, das sieht man da noch schön. Und hier gibt es diese ganzen verschiedenen Zweige und die sind einfach
logisch getrennte Entwicklungen voneinander. Und also ist das klar sozusagen oder ein bisschen? Alles klar, okay. Jetzt. Und der Unterschied zu einem Fork ist, jetzt gehe ich nämlich mal zu meinem GitHub-Account. Genau. Also hier bin ich, ach guck mal, das steht ja sogar Ludger. Okay, dann kann man mich ein bisschen besser finden. Also Luzi ist das, ne? Das ist meiner. Und da habe ich nämlich auch einen Ultraschall. Naja, Portable, weiß ich nicht, habe ich das geklont? Doch, ja. Geforkt, geklont. Genau. Da steht es, das ist dann forked. Und das ist so, das Hauptding oder das Original liegt hier unter Ultraschall und ich hier für mich selber in meinen Arbeitsbereich oder in meinen GitHub Account gehe ich mir eine Kopie und dann bin ich erstmal komplett losgelöst davon. Also was man ja oft hört in solchen Open-Source-Projekten, das Ding ist geforkt worden. Ne? Was weiß ich hier, OpenOffice, LibreOffice. Wenn jemand noch ein anderes gutes Beispiel, wo wenn sich Nextcloud, OwnCloud, wunderbares Beispiel, vielen Dank, genau. Und da machen die einfach, okay, die haben sich irgendwie in die Köpfe gekriegt oder also Ziele haben sich, ne, also Menschen entwickeln sich ja, vor, zurück. Und die haben einfach unterschiedliche Vorstellungen und dann drückt man hier, also bei GitHub ist das so, man drückt auf den Fork-Button und dann kriegt man eine lokale Kopie und dann kann man in seinem eigenen Universum, in seiner eigenen Filterblase alles tun und lassen, was man möchte. So ist das. Und das haben die Nextcloud-Entwickler halt auch mit dem OwnCloud gut gemacht. Und mittlerweile scheint es ja auch so zu sein, dass Nextcloud, glaube ich, ein bisschen populärer ist. What? Ein bisschen vieler. Nicht nur ein bisschen. Ja, okay. Also ich kenne mich da mit diesen neuen Dingen nicht so gut aus. Also mit IT. Ist halt auch Nextcloud, ne? Ja, genau. Mit IT hab ich nicht so viel Mut. Okay, alles klar. Okay. Ja, danke schön. Schöne Frage. Danke. That's it. Ja, kommt auf mich zu. Also ich bin missionarisch unterwegs und deswegen Mr. J. Sehr gerne. Also, ne? Also, ja. Ah, alles klar. Hallo Andi. Okay. Dankeschön. Ich bedanke mich auch bei Justus fürs Zuhören und bei Julian, genau. Alles klar. Okay, danke und viel Spaß mit Git.